Hallo ihr Lieben, ich bin heute in Krefeld und ich habe blonde Unterstützung dabei, das ist die Gina Bean. Ihr werdet gleich noch so erfahren, was wir hier machen. Ich kann schon mal so viel anteasern. Es ist aktuell der Caravansalon in Düsseldorf und wir sind jetzt hier in Krefeld beim Autohaus Tölke und Fischer und die haben uns eingeladen, passend zum Caravansalon eben mit einem Camper dorthin zu fahren und zwar nicht nur mit irgendeinem, sondern mit einem ganz brandneuen Modell. Gehen wir aber erstmal rein und holen uns den jetzt ab und Gina kennt sich übrigens aus, also sie ist der Profi, ich noch gar nicht. Ich wollte ja gerne mal mit einem Camper Urlaub machen und deswegen taste ich mich da jetzt so ran und du kannst mir, denke ich mal, gleich ein bisschen was erklären. Na klar. Okay. Also, schauen wir mal, welches Auto. Alles klar. So, wo müssen wir denn jetzt hier hin? Hallo, hallo, hallo? Hallo, hallo? Hallo. Bin ich hier richtig? Kommt drauf an, wofür? Ich wollte einen Camper abholen. Ja, da seid ihr bei mir natürlich genau richtig. Ja, super. Dann erstmal guten Tag. Hi, ich bin der Christian. Hi, Sophia. Ja, und wir nehmen ja jetzt, was nehmen wir überhaupt mit jetzt? Ihr dürft mitnehmen, was ihr wollt. Aber in erster Linie habe ich für euch den neuen Grand California vorbereitet. Das Auto habe ich euch draußen schon hingestellt und ihr habt ja auch die richtige Frau dabei, die euch das Auto so ein bisschen mit erklären kann. Genau. Aber da wir hier weniger von der Abteilung sind, schnacken und eher machen, würde ich sagen, springen wir mal raus. So, welcher ist es denn von den beiden hier? Euer Fahrzeug für den Tag. Das ist der brandneue Grand California. Völlig richtig. 600er, ne? 600, sehr genau. Das heißt, das ist nicht der ganz große steht daneben. Genau, der ganz große steht daneben. Im Wesentlichen unterscheiden sich die beiden Fahrzeuge A in der Länge. Einmal 6 Meter Gesamtlänge, auf der linken Seite 6,80 Meter Gesamtlänge. Natürlich auch vom Innenraum, denn alles, was ein bisschen größer ist, ist im Innenraum auch ein bisschen größer. Aber wir starten heute mit dem 600er, denn das ist das passende Fahrzeug für euch. Warum? Zeigen wir euch drin. Die Gina trägt übrigens meine Lieblingsfarbe, Mint. Oh, da kommt die Stufe schon raus. Ja, super. Extra für kleine Personen hier gemacht. So sieht er aus. Der Camper. Also ihr steht jetzt gerade im California 600. Bei beiden Fahrzeugen immer serienmäßig natürlich unsere nette Kochzeile. Beim 6,80 Meter ist die Kochzeile so ein Ticken größer. Aber die Hausfrauen kommen mit dem kleinen Teilchen eigentlich auch die relativ. Die Hausfrauen. Ich hoffe, du meinst nicht uns damit. Das dürft ihr interpretieren, wie ihr möchtet. Beim 6 Meter habt ihr noch die Möglichkeit, oben zu schlafen. Auch aufgrund der Körpergröße von uns ist das Ding eigentlich eher so für Kinder gedacht. Oder dort oben meinst du? Ja. Taschenablage geht auch. Funktioniert auch. Aber ich sehe, dort hinten ist auch noch eine Möglichkeit. Ja, das probieren wir gleich mal alles aus. Oh. Juhu. Ja, dann kann das ja hier gleich schon losgehen. Ihr seid ja übrigens auch Ansprechpartner hier für Nutzfahrzeuge und eben auch solche Camper hier. Ja. Tölke und Fischer in Krefeld, so sieht das Ganze hier aus. Wenn ihr in der Nähe seid und euch dafür interessiert, kommt auf jeden Fall mal gern vorbei. Ich nehme den jetzt mit, wenn ich darf. Ich habe es für euch vorbereitet, wenn ihr euch so ein großes Teilchen zutraut, weil ich ja weiß, dass ihr normalerweise die etwas kleineren, schnelleren Autos fahrt, dürft ihr den gerne den ganzen Tag mitnehmen. Da hast du dich gut mit gerettet. Ich dachte, du wolltest schon sagen, wir Frauen können kein großes Auto fahren. Also Autofahren definitiv. Ja, sogar einparken gehen damit. Ich werde den Zustand ja sehen, wenn das Auto zurückkommt. Genau. Dann beurteile ich das noch. Ja, also die Gina kennt sich aus. Das heißt, du brauchst uns jetzt gar nicht so viel erklären. Wir nehmen den jetzt mit und fahren damit jetzt erstmal zu einem See, ne? Hier in der Nähe. Ich wünsche euch viel Spaß, danke. Gute Fahrt und schlaft nicht zu lange. Nee, wir müssen ja noch zur Messe. Ach stimmt, viel Spaß. Dankeschön. Gerne, Dankeschön. Gerne. Du fährst sonst immer Handschalter? Ja, ich habe ja einen ganz alten VW-Bus. Wenn du den sehen würdest, würde ich Krise kriegen. Ganz verrostet, ganz alte Erna. Ich liebe den VW-Bus. Deine alte Erna. Ich nenne den Erna. So ist jetzt den, ne? Ja. Genau. Tschüss. Vorsicht! Oh ja. Wir fahren jetzt in den Urlaub. Sieht er uns? Sieht er uns? Ich denke schon, ja. Ich hoffe, er kann das fahren. Ich hoffe, er fährt jetzt in meinen Urlaub. Tschüss. Tschüss. Oh, dieselbe Farbe kriegt mein Auto auch nächste Woche. Ja? Ja. Ich glaube, das war die gleiche Folie. Ich mag auch echt gerne schnelle Autos und liebe ich auch über alles, aber ist halt, ne, wenn du unterwegs bist zum Surfen, brauchst du halt immer einen Bus. Du machst Kitesurfen. Kitesurfen? Ja. Und dann, so wie ich gerade auch schon so ein bisschen mitgekriegt habe, so auf der ganzen Welt. Dann, ja, oder? Genau. Ja. Letztes Jahr bin ich den ganzen World Cup zum Beispiel mitgefahren. Ja, dann sonst früher mal die deutsche Meisterschaft. Dieses Jahr habe ich ein bisschen weniger gemacht, aber jetzt fahre ich nächste Woche auch mit einem netten
California Beach von Dirk und Fischer zum Wettkampf zum Hängt in Höhe nach Cuxhaven. Kitesurfen ist, ist das mit diesem Segel dran? Mit also diesem Drachen in der Luft, genau. Ja. Achso, mit dem Drachen. Wasser, genau. Ja. Ja, kann ich dir nachher mal was von zeigen. Ja, wir blenden einfach mal ein bisschen Videomaterial hier gerade mal ein, damit ihr euch das drunter vorstellen könnt. Ja, und deswegen bin ich halt auch immer mit so Campern unterwegs, auch immer mit meinem VW-Bus, weil es ist halt immer am praktischsten, wenn man alles dabei hat, vor allem noch einen Hund dabei und so, und deswegen ist man schon auf so ein Auto auf jeden Fall angewiesen. Du bist mir direkt sympathisch. Ja, das ist schön. Hund hast du, trägst meine Lieblingsfarbe heute. Ich merke schon, wir verstehen uns. Ja, wir lieben beide Autos. Ja. Ja, du hast ja auch ein schickes Auto, habe ich schon gesehen. Ja, weil ich finde, also so Camping habe ich mich schon immer für interessiert. Ich habe es nur noch nie gemacht. Ja. Und da gibt es ja auch solche Unterschiede. Total, absolut. Also da gibt es so viele Sachen, worauf man achten muss. Der hier ist ja jetzt wirklich schon sehr gut ausgestattet. Und man hat alles wirklich dabei, um auch oktan zu stehen irgendwo. Und jetzt nicht unbedingt auf ein Camping angewiesen sein zu müssen. Ja, ist klar, gibt Unterschiede. Wir probieren einfach gleich mal genau, aus, was man hier so machen kann. Also wir machen heute jetzt mal so... Quick Camping, oder wie gesagt. Genau. Camping Crash Course bei Camping Gina. Crash Course, genau, ja. So nennen wir diese Folge jetzt. Camping Crash Course mit Gina. Und danach fahren wir auf den Caravan-Salon und gucken, genau, was VW noch so da stehen hat. Die haben ja nicht nur hier diesen Gran California in dieser Größe hier stehen. Genau, das zeigen wir euch gleich. Jetzt fahren wir erstmal zum, wie heißt der See? Elfenbacher, ich weiß nicht genau. Zu irgendeinem See hier in Krefeld. Irgendein See in Krefeld, genau. Ja, du kennst dich ja aus mit großen Autos hier. Ja, so würde ich einfach stehen bleiben. So. Vielleicht ein bisschen zurück. Ja. Noch. Mehr nach links noch. Wir müssen dann nicht ganz so schief stehen fürs Kochen. So ist perfekt. Ja, so, also. Leute. Oh, schöner Ausblick. Ja, wir machen jetzt wie gesagt Camping-Crash-Kurs hier. Ein Tag campen. So, da sind wir. Und jetzt bauen wir mal auf hier. Gina hat sich gerade noch umgezogen, passend zum Wetter. Also, was machen wir jetzt? Einmal Markise raus, weil es ist ja schon echt verdammt sonnig heute. Hier hinten ist alles ganz praktisch verstaut. Also gemacht habe ich es noch nie. Du weißt aber direkt, wo alles ist. Rausfinden. Oh, das geht aber leicht. Okay. Ich habe jetzt nur ein bisschen die Befürchtung, dass es trotzdem keinen Schatten spenden wird, weil die Sonne jetzt so blöd steht. Einmal hier Plastikdings, genau. Alles festgemacht. Wo ist denn der Tisch noch? Ja. Da. Alles echt praktisch verstaut. Ach, guck mal. Ja, zack. Zack. Wunderbar. Ja, cool. Ja. So, und jetzt? Noch was zu trinken. So, Kühlschrank haben wir auch. Die gebe ich dir schon mal. Und natürlich auch hier was aus unserem Kühlschrank. So, was Kaltes zu trinken. Ja, so lässt sich das so aushalten. Ja. Let's go. Cheers. Cheers. So, dann machen wir jetzt hier noch ein Fenster auf, damit es nicht ganz so warm hier drin wird. Hier auch noch einmal. Ah, so, perfekt. Ja, ich habe so langsam Hunger. Wollen wir uns mal was kochen hier? Wir haben ja alles dafür da. Und dann bereiten wir uns jetzt mal hier was im Camper zu. Ich würde sagen, erstmal gehen wir die Gasflasche aufdrehen. Okay. Einmal hinten. Also hier haben wir die Gasflaschen. Das ist jetzt eine drin, aber ist noch theoretisch Platz für zwei. Ganz praktisch. Müssen wir jetzt ein bisschen aufdrehen. So, jetzt können wir Feuer machen. Jetzt können wir Feuer machen. Wir haben uns auch hier jetzt ein bisschen Platz geschaffen. Wir haben das Bett wieder hochgeklappt. Gehe ich einfach mal hier durch, ne? Genau. Haben wir jetzt zwei Eingänge hier. Ein bisschen Ablage. Jetzt können wir hier drauf zubereiten. Aber es
hat alles, was man braucht. Alles machbar. Und ich habe das Wichtigste ja sogar vergessen, fällt mir gerade mal ein, für den Fall der Fälle, dass man mal muss und man vielleicht auch mal duschen will, haben wir auch hier im Grand California sogar eine Toilette. Und auch die hier ist echt super, ich sag mal, ja, wie sagt man, funktional. Also hier klappt man das Waschbecken aus, da ist die Toilette und das ist eine komplette Duschkabine gleichzeitig. Wenn ich das jetzt hier rausziehe, zack, hänge ich das hier rein und dann kann ich hier in dieser Kabine duschen. Das reicht ja schon. Voll praktisch. Ne? Wir haben eben die Gasflasche aufgedreht. Jetzt hier, das machen wir zusätzlich, nochmal Schutzfunktion quasi. So müssen wir den Topf hinstellen, damit wir auch Gas haben. So. Brauchen wir ein Feuerzeug? Ja. Beide Nichtraucher. Ne? Hat jemand ein Feuerzeug? 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 Alma macht den Sitz um rein hier. Guck mal, läuft. So, jetzt können wir hier gleich schön Mittag machen. Aber erstmal muss ja was gekocht werden. Hungrig? Ja. Heute gibt's was ganz Exotisches. Spaghetti mit Tomatensauce. Warte, ich mach das mal so. Es ist, glaube ich, echt einfach mit dem Besteck, mit der Kelle ist nicht so eine gute Idee hier. So, dann guten Appetit. Also ich habe jetzt mittlerweile so Bock auf einen Campingurlaub. So, jetzt noch der große Topf hier. Und dann sind wir durch. Dann können wir auch, glaube ich, so langsam mal starten Richtung Caravansalon. Ordentlich Platz. Ja. Oh, das Tolle an so einem Van ist, man hat immer sein Bett bei sich. Und nach dem Essen brauche ich immer Mittagsschlaf. Wie sieht es bei dir da hinten aus? Ja, ich schlafe auch schon mal. Ja, dann? Oh, gemütlich. Bis gleich. Bis gleich. Good night. Auf dem Caravan-Salon jetzt endlich angekommen und da hinten ist auch schon der Stand von VW und da gucken wir jetzt mal, was da noch so rumsteht, weil ich bin ja auch gespannt, was es noch so gibt in unterschiedlichen Größen. Ich weiß ja noch gar nicht, was so für meinen Campingurlaub so das Richtige ist. Du lebst ja teilweise richtig in einem Van, ne? Aber jetzt mal, wie fandst du eigentlich so das Fahren jetzt so von dem? Also ich muss echt sagen, der Gran California, der ist sich super gefahren. Er war eher wie ein PKW, hat er sich verhalten, als wie ein richtiger Camper und das war echt schon angenehm. Also ja. Und für dich das erste Mal Automatik, ne? Für mich das erste Mal Automatik, genau. Und steigst du um? Ja, werden Sie. Komm, wir gehen jetzt erstmal da zum Stand hin. Hi Uwe! Hallo! Hallo! Sind wir wieder. Und wie war die Fahrt? Ja, war gut. Hat's euch gefallen? Ja, doch. Ja. Gucken wir uns den mal an. Den neuen 6.1 California Ocean. Dann springen wir rein. Frisch auf der Messe. Dina. Dann springen wir rein. Da fühlst du dich eher wohl, glaube ich, ne? Das ist mehr so deine Größe. Ja, genau. Und ja, und das ist jetzt platzmäßig auch nicht kleiner, so das Kochfeld, als im Grand California, genau, ne? Kühlschrank. Dann habt ihr noch einen Tisch, den könnt ihr ausziehen. Der ist hier neben dir. So, jetzt können wir schon wieder essen. Ich hab leider nur vergessen einzukaufen. Aber ist kein Problem. Gerne. Das Dach wird hier hochgeschraubt, damit man Stehhöhe hat. Den Köpfen. So. Warte, ich komme mal kurz da. Hier ist die Liegefläche und hier kann man dieses Zelt tatsächlich komplett ausmachen. Das heißt, ich könnte mich jetzt hier oben hinlegen mit einem perfekten Blick nach draußen. Gina hat jetzt gerade noch eine Weltneuheit hier entdeckt. Genau. Eine Weltneuheit. Eine Klappküche. Was ist denn jetzt der Unterschied? Ich bin ganz gespannt. Ich denke mal, man kann sie irgendwie wegklappen und mehr Platz und so. Wir werden es jetzt sehen. Ich bin schon ganz gespannt. So, Klappküche, zeig mal. In Cali Beach. Okay. Das ist die Weltneuheit, habe ich euch noch nicht gezeigt. Das heißt, du hast in California Beach ist ja normalerweise nichts drin. Kein Kühlschrank, keine Küche und so weiter. Und als Weltneuheit hat VW dieses Jahr diese Klappküche entwickelt. Aha. Das heißt, die ist eingeklappt, komplett in der Seitenwand, stört also nicht.
und ich habe hier eine Funktion, ich kann hier auf einer Flamme kochen, ja, habe da eine kleine Gasflasche. Nur ein Spülbecken habe ich jetzt hier nicht, ne? Kein Wasser. Das muss ich separat. Das ist jetzt eine Anlageflanke oder? Ja. Genauso schnell kannst du die auch wieder einklemmen. Das ist echt praktisch, sehr praktisch. Das findest du gut. Zack, ja, das so, war ein langer Tag. Ich glaube, merkt keiner, wenn wir jetzt hier oben bleiben, nö, oder? So, ihr lieben Leute, schreibt gerne mal in die Kommentare, was haltet ihr davon, dass ich mal so ein bisschen was mit Campingvans vielleicht mache? Weil ich interessiere mich persönlich wirklich sehr extrem dafür, weil ich wirklich schon lange meinen Urlaub mit sowas geplant habe. Schreibt auch gerne in die Kommentare, was haltet ihr von dem Grand California oder seid ihr mehr California-Typen, also der etwas kleinere Van? Und danke, dass du auch dabei warst, Gina, ja, in meinem Video. Schaut gerne bei Gina Bean vorbei. Und ich verabschiede mich. Vergesst nicht, ein Abo dazulassen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao, ciao.